Hi, wir sind DKW on Tour und heute zeigen wir euch mal unser Loadout bzw. unser Setup mit dem Dachzelt. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Unser Herzstück des ganzen Setups ist der Ford Ranger. Das ist noch ein 2018er Modell, also der PX2 mit dem 3,2 Liter Motor und dem 6-Gang Schaltgetriebe. Ausstattungsvariante ist hier bei Wildtrak. Er hat so ziemlich alles außer eine Standheizung und er hat auch kein ACC, also kein Abstandstempomat. So, kommen wir zum zweitwichtigsten Teil unseres Setups, dem Dachzelt. Da drin wird geschlafen, da drin halten wir uns auf, wenn schlecht Wetter ist und da liegen wir auch manchmal einfach nur drin zum Dösen. Das Dachzelt kommt von James Barrett, besser gesagt wird es importiert von Genesis Import und die Marke heißt James Barrett. Es ist ein Evasion Evolution in der ganz normalen Standardgröße. Wir haben es in schwarz und kommt einfach mal mit rein. Ich zeige euch mal das Dachzelt von innen. So. Wie ihr hier schon seht, kann man den Eingang einfach so hochrollen, kommt man hier ganz gut rein. Das Dachzelt ist so jetzt quasi im voll aufgebauten Zustand, das heißt alle Dämpfer sind arretiert und wir haben sogar die Thermoisolierung drin. Die Thermoisolierung, wenn ihr hier mal reinschaut, ist hier die Außenhaut und das hier ist die Thermoisolierung. Das ist einfach eine zusätzliche Schicht an Stoff, die sorgt einfach für eine gute Isolierung auch im kalten Klima. Also wenn man so wie wir hier gerade in Schweden im Herbst unterwegs ist und es nachts halt doch ganz gerne mal kalt wird, ist das wirklich ein Riesengewinn. So, im Dachzelt, wenn ihr euch mal umschaut, seht ihr, wir haben hier unsere Kissen, haben verschiedene Decken. Hier im Zentrum haben wir auch noch eine Heizdecke. Das ist eine 12 Volt Heizdecke. Wie wir die betreiben, zeige ich nachher noch. Dann hat man hier im Dachzelt rechts oben einen Lüfter. Der wird über Solar betrieben. Das heißt, der versorgt sich selber mit Strom. Abends, wenn wir quasi reinlegen zum Schlafen, schalten wir den an und morgens wieder aus. Und der sorgt einfach, dass sich im Zelt nicht so viel Kondensfeuchtigkeit bildet. Auf der Unterseite oben seht ihr die originale Lampe, die von James Barrett mitgeliefert wird. Die kann man über USB laden und kann sie auch als Powerbank verwenden. Wir verwenden sie tatsächlich meistens nur als Lampe. Zusätzlich haben wir eine zusätzliche Lampe, dass wir quasi von beiden Seiten Licht haben. Zusätzlich haben wir noch im Zelt zu den Decken Schlafsäcke und wir haben eine Schaffelldecke. Und es gibt tatsächlich kaum was, was besser ist als eine Schaffelldecke. Sie macht wirklich so unglaublich warm. Unter der normalen Standardmatratze, die von James Barrett so mitkommt, haben wir das 3D-Mesh. Das ist einfach eine zusätzliche Unterlage. Das sind hier Kunststofffäden, die mit einer oberen und unteren Netzstruktur verbunden sind. Und die federn zum einen ein bisschen, zum anderen sorgen die für die nötige Unterlüftung der Matratze. Und dann haben wir tatsächlich einfach ein ganz normales Spannbetttuch aus Kunstfaser. Alles, was ihr hier im Dachzelt gerade seht, ist eigentlich Kunstfaser, weil wir legen da sehr viel Wert drauf, dass nichts davon Feuchtigkeit zieht. Das Einzige, was keine Kunstfaser ist, ist die Schaffelldecke. Ganz wichtig noch zum Dachzelt. Wenn ihr mal hochschaut, wir haben hier einen Rundumblick. Überall, wo hier dieses schwarze Mesh ist, kann man Fenster aufmachen. Das heißt, wir haben eine 360 Grad Rundumsicht. Gerade beim Dachzelt waren, kommt jetzt auch noch unsere neueste Errungenschaft mehr oder weniger, unser Pop-Up-Klo bzw. Duschzelt. Das ist tatsächlich einfach ein Wurfzelt und in diesem Wurfzelt, wenn man mal reinschaut, befindet sich unsere Toilette. Das ist tatsächlich eine sehr standardmäßige Toilette. Ist mehr oder weniger wie jedes andere Porta-Potty. In dem Fall ist es von Camp Berger, aber funktioniert genauso wie ein Porta-Potty. Zu diesem Duschzelt sei noch gesagt, man hat hinten die Möglichkeit einer Öffnung. Einfach, dass hier ein bisschen Frischluft reinkommt. Und genauso kann man auch noch nach oben öffnen.
Wie wir darin duschen, zeige ich nachher noch, denn das passende Duschzeug liegt in unserer Gierkiste und die kommt später. Ich zeige euch noch, wie wir Strom gewinnen und wo wir Strom herbekommen, um unsere Verbraucher wie Tablets, Handy, Kamera und so weiter zu laden. Dafür kommt mal mit. Und zwar haben wir hier ein Solarpanel. Das ist ein 100 Watt Solarpanel. Und hier hinter, wenn ihr mal zu mir kommt, hier hinter liegt gerade unsere Batteriebox. Mit der laden wir gerade mehrere Handys und Powerbanks. Und zwar ist es eine Batteriebox von Suaoki. Das ist die Suaoki mit 400 Wattstunden. Und die hat, wie ihr hier schon seht, einen 12 Volt Stecker wie im Auto. Genauso hat die insgesamt 4 USB-Ports und noch 2-3 Ampere 12 Volt Ausgänge. Und das Ganze kann ich hier über DC On an- und ausschalten. Und was mir bei der Box besonders auch wichtig war, sie hat noch Wechselstrom. Hier 2 Steckdosen mit Wechselstrom. Sie hat einen echten Sinuswechselrichter. Das heißt, das ist keine modellierte Sinuswelle wie bei anderen Wechselrichtern, sondern es ist tatsächlich eine echte Sinuswelle. Und das ist einfach besser für Ladegeräte, vor allem Laptop-Ladegeräte und Handy-Ladegeräte mögen das nicht, wenn es so eine modellierte Sinuswelle ist. Aufgestellt haben wir das Solarpanel einfach nur, indem wir einen Stuhl dahinter stellen und das Solarpanel einfach davor stellen. Warum wir das Solarpanel nicht auf dem Fahrzeug oben befestigen oder wie es manche machen auf dem Dachzelt, hat einen ganz einfachen Grund. Wir können so das Solarpanel immer überall dorthin stellen, wo es gerade Sonne gibt. Und so wie unser Auto jetzt gerade steht, hätten wir den ganzen Tag über Schatten. Das heißt, wenn wir das Solarpanel oben auf dem Dach vom Dachzelt befestigt hätten, würde es so aktuell keinen Strom bringen oder nur ganz wenig, weil wir den ganzen Tag mit dem Auto im Schatten stehen. So, dann zeige ich euch noch, wo wir das ganze Zeug denn transportieren, wo wir Solarpanel transportieren, wo wir unsere Küchenkiste und so weiter haben, und dafür kommt mal mit. Der Ford Ranger ist ja ein Pickup und deswegen haben wir hinten auf der Ladefläche viel Platz, dass wir, wenn wir irgendwo stehen, die Ladefläche nicht im Regen steht, beziehungsweise wenn man hinten an der Ladefläche dran ist und Euroboxen rausnimmt, dass man dort nicht im Regen steht. Deswegen haben wir uns hier so einen Faltpavillon angeschafft. Der ist von Guedo und der ist hier einfach hinten über die Ladefläche geschoben von Ranger und bietet uns quasi so Schutz vor den Elementen. Bei schlechtem Wetter hängen wir einfach hier alle 3 Seitenwände ein und gehen nur noch hier durch diesen schmalen Spalt nach hinten und haben sie so quasi überdacht und haben unsere Ladefläche hinten im Trockenen. Jetzt sind wir hier im Pavillon. Hier steht gerade schon unser Campingtisch. Den stellen wir meistens immer hier an die Seite ran. Das ist dann ganz praktisch. Da kann man dann alles drauf abladen, kann darauf kochen und so weiter. Kann sich auch davor setzen mit den Stühlen und kann hier essen. Und wo transportieren wir alles? Hier auf der Ladefläche. Da seht ihr schon, wir haben alles in Euroboxen organisiert. Ganz hier vorne dran steht noch ein ganz wichtiger Kandidat. Und zwar ist das unser Kompressorkühlschrank. Das ist von Mobicool, eine Kühlbox. Die kann sowohl über 220 als auch über 12 Volt betrieben werden. Also der Kompressor läuft sowohl über 220 als auch über 12 Volt. Das hat den entscheidenden Vorteil, wir können auch unterwegs immer wirklich vernünftig kühlen. Die Kühlbox läuft auf 2 Grad, so habe ich die eingestellt. Und wenn ich die auf 2 Grad runtergekühlt habe, dann hält mir das auch ohne Probleme einen Tag durch, solange genügend Kühlgut drin ist. Somit funktioniert das wie ein normaler Kühlschrank zu Hause auch. Man kann mit der Kühlbox auch gefrieren, bis minus 10 Grad geht mit der Kühlbox genauso. Ihr seht hier das Bedienpanel. Hier kann man die Kühlbox ein- und ausschalten. Durch das, dass sie jetzt gerade nicht am Strom ist, kann ich sie leider nicht anmachen. Dann gibt es hier den Set-Knopf. Mit dem kann ich hier auf dem Digital-Display die Temperatur einstellen und mit Up and Down
eben die Temperatur verändern. Bei den Euroboxen haben wir auch ein gewisses System. Wir haben hier, wie ihr seht, schon drei Euroboxen draußen stehen. Die unterste Eurobox, die ist tatsächlich einfach nur für unser Klo, für unser Chemieklo. Da ist quasi das Klopapier und das Mittel für das Chemieklo drin. Bei dem Mittel setzen wir auf ein biologisches Mittel. Das ist 100% biologisch abbaubar und auch 100% natürlich. Nicht diese klassische blaue Chemieblöre, die man kennt, sondern das ist quasi ein biologisch abbaubares Spülmittel, das wir für das Klo verwenden. Darüber befindet sich unsere Küchenkiste. Die ist hier mit einem Spanngurt gesichert, weil die hier auch eine seitliche Öffnung hat. Damit kann man quasi auch einfach hier aufmachen und von der Seite her reingreifen. Den genauen Inhalt der Küchenbox zeigen wir euch gleich noch. Hier oben befindet sich meine Klamottenkiste. Da kann man auch mal einen kurzen Blick reinwerfen. Und zwar sortieren wir unsere Klamotten in solche Pouches. Die kann man auf Amazon kaufen. Wir verlinken euch auch alles, was wir heute hier zeigen, in der Videobeschreibung. Und wir sortieren das quasi einfach so ein, weil das liegt auf der Hand. Ich kann einfach immer einen Beutel rausnehmen und weiß sofort, was drin ist und habe so die ganze Box für mich organisiert. Dann befinden sich auf unserer Ladefläche weitere Boxen. Hier ganz vorne, oben, ist unsere Hygienekiste. Dann zeigen wir euch mal noch unsere Hygienekiste. Angefangen hier ist kein Verbandszeug, sondern akute Schmerzmittel. Wenn wir da mal reingucken, da ist alles, was man brauchen könnte und verbrauchen könnte. Auch Wunddesinfektion. Hier gegen Verbrennung und Mückenstiche. Dann Ibus, Paracetamol. Kopfschmerztabletten für Izzy, dann Reisetabletten, Antiallergika und falls man sich noch verletzt, eine Beta-Isodona. Einen zweiten Verbandskasten, in dem ist auch kein Verbandszeug, sondern nur nicht akute Medikamente. Wenn jemand krank wird, Blasenpflaster, Tribostat C, Nasenspray, alles, was man jetzt nicht sofort zugänglich braucht, aber falls irgendwas ist, dass man es dabei hat. Dann das für uns am meisten benutzte Set. Hier haben wir alles drin, was so die tägliche Hygiene angeht. Hier sind Zahnbürsten drin, Zahnputzpastillen, Deos, Mundspülwasser, Zahnseide, nochmal Zahnputzpastillen, fluoridfrei, wenn wir tracken sind und so. Dann Desinfektionsmittel, Gesichtscreme, Oropax, eine kleine Dose mit Seife, alles dabei. Handtücher, von denen sind gerade noch welche am Trocknen. Das sind alles Mikrofaserhandtücher. Dann auch, wenn man im Herbst in Schweden unterwegs ist, aber trotzdem, die Sonne scheint trotzdem, Sonnencreme. Dann Parfüm. Dr. Bronners, unsere Allzweckwaffe, kann man tatsächlich für 18 in 1 verwenden. Kann man auch Zähne mitputzen, Haare waschen, Körper waschen, abspülen, geht so ziemlich alles damit. Rasierer. Dann haben wir Feuchttücher, einfach um uns morgens kurz ein bisschen zu erfrischen. Dann etwas, was man auch immer gebrauchen kann. Physiotape, noch das Ladekabel für den Rasierer, ganz klassisch. Da ist eine Pinzette drin, da ist eine Nagelschere drin, ein Nagelclipser, eine Feile. Darf man tatsächlich auch im Urlaub nicht vergessen, das dabei zu haben, vor allem wenn man längere Zeit unterwegs ist. Hier drunter ist die Klamottenkiste von Izzy. Das ist auch eigentlich fast alles einfach in so Pouches, also in so Taschen verstaut. Hinter diesen zwei Euroboxen befinden sich zwei kleine Euroboxen für Lebensmittel. Wir nehmen auf unsere Reisen immer hauptsächlich unverderbliche Lebensmittel mit. Das hat einfach den Vorteil, dass wir nichts kühlen müssen. Das sind meistens Dosen und Tütensuppen. Dann hinter diesen zwei Kisten
befinden sich nochmal zwei kleinere Kisten. Und in diesen Kisten ist oben in der oberen Kiste unser Vorrat an Gaskartuschen für unseren Gasbrenner. Und noch so Sachen, die wir nicht oft brauchen, wie beispielsweise Waschmittel. Wenn wir mal auf einen Campingplatz fahren, dann waschen wir dort in eine Waschmaschine. Und dafür haben wir so Wäschepots bei, dass wenn wir unterwegs sind, dort auch waschen können. In der unteren Kiste, dort sind alle Kabel, die wir jetzt nicht immer brauchen, die wir aber mal vielleicht brauchen. Dort ist auch ein Batterieladegerät für die Autobatterie drin. Dort sind Kabel für Landstrom drin und für diese klassischen Stecker, die man auf dem Campingplatz findet. In der flachen Kiste befindet sich unser Gear. Zur Gearkiste gehören auch ein Falteimer und ein Faltwaschbecken. Falten gehen die tatsächlich ziemlich einfach. Die drückt man einfach nur so raus. Ganz wichtig zum Zeltheringen in den Boden rammen, ein Hammer. Dann haben wir ein kleines Beil dabei, eine Handsäge, wenn man mit den zwei Gerätschaften arbeitet, Handschuhe, unser Kackspaten. Ist im Prinzip ein ganz normaler Klappspaten. Wir nennen ihn aber immer den Kackspaten. Den kann man auseinanderschrauben. Unser Zunderkit. Da ist jetzt nun, weil wir den Urlaub schon sehr viel verbraucht haben, nicht mehr viel drin. Aber da ist Kienspan drin und so eine Tinder-Rope. Die hat mir Izzy geschenkt. Die ist sehr praktisch. Mit der kann man eben mit dem Feuerstahl kann man die anzünden und dann hat man quasi sowas wie ein Feuerzeug. Was niemals fehlen darf, Plastiktüten für den Müll und für Sonstiges haben wir immer welche dabei. Auch so Ziploc-Beutel, Messer. Das hier ist eins von Issys Messern. Habe ich ein bisschen trockenes, harzgeträgtes Holz zum Feuermachen mit dabei. Noch Klappmesser. Dann gegen Stechmücken, Mückenspiralen. Obwohl wir dazu sagen müssen, funktioniert nicht so gut, wie man sich so hofft. Ein Kompass. Der ist tatsächlich eigentlich mehr dafür dabei, wenn man mal wandern geht oder tracken geht. Das ist ein Kompass mit allem, was man so brauchen kann. Den Urlaub bisher tatsächlich nicht benutzt. Ein UNO-Kartenspiel. Ganz wichtig, niemals ohne Gaffer. Dann haben wir noch diverse Schnüre dabei. Das sind nicht alle. Wir haben auch gerade welche in Benutzung. Dann haben wir hier noch so Klettband. Und dieses Klettband kann man auch abreißen. Es hat hier so Risskanten. Da kann man das abreißen und es hat den großen Nutzen, dass man damit Sachen ganz einfach zusammen machen kann. Dann Regenschirm, Batterien, Feuerzeugbenzin für unsere Zippos, Handwärmer und dann noch ein Teil, das ich vorhin bereits erwähnt habe, wie wir duschen. Und zwar ist es eine elektrische Duschbrause. Da ist hier diese Pumpe, die wird über USB geladen. Die reicht für so circa 60 Minuten Duschen. Die schaltet man einfach hier über den Anknopf an. Das hier auch so eine Schutzkappe, dass die sich nicht aus Versehen anmacht. Und dann hat man hier die Duschbrause und kann hier quasi auf- und zusteuern. Das hängt man dann einfach so wie es ist in den Eimer rein. Schmeißt das quasi hier in den Eimer rein und den Eimer füllt man einfach quasi mit Wasser in der Temperatur, in der man gerne duschen würde. Also entweder kaltes Wasser oder man gibt einfach ein bisschen kaltes Wasser rein und kocht auf dem Kocher warmes Wasser ab, schüttet es dazu, vermischt es und schmeißt dann die Duschpumpe rein und schon kann man schön warm duschen. Dann braucht man auch immer wieder eine Bürste und dann habe ich hier noch ein Schälmesser zum Schnitzen. Und in der Kiste darunter befindet sich jetzt, weil wir diesen Urlaub tracken waren, unsere ganze Tracking-Ausrüstung. Das geht über einen Schlafsack, über diverse wasserfeste Hosen, über Tracking-Nahrungsmittel und so weiter. Das ist alles in der Kiste untergebracht, was wir nur fürs Tracking brauchen. Das benutzen wir auch sonst den restlichen Urlaub nicht, sondern es ist wirklich rein nur fürs Tracking gedacht. Kommen wir nun zu unserer Küchenkiste. Wie ihr seht, sie ist immer sehr unordentlich, aber deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal so ein paar die wichtigsten Sachen aus unserer Küchenkiste. Wir ordnen sie zwar immer vor jedem Urlaub, aber am Ende vom Urlaub ist am Ende doch immer wieder ein heilloses Chaos. Haben wir hier den Kocher. Das ist von Kochmann, ein Gaskocher. Läuft hier mit diesen Gaskartuschen. Den Kocher verwenden wir so für
das allermeiste. Großer Nachteil bei dem Kocher jedoch, dass er a. sehr viel Gas verbraucht und b. null gegen Wind geschützt ist. Unser zweiter Kocher befindet sich hier drin. Das ist ein kleiner Schraubgaskartuschenkocher. Dafür haben wir auch so Schraubgaskartuschen dabei. Der wird tatsächlich einfach nur hier oben eingeschraubt. So, dann kann man hier den ausbreiten. Gas aufdrehen, zudrehen. Er hat zwar eine Piezo-Zündung, aber die funktioniert leider nicht mehr. Deswegen zünden wir den immer mit dem Feuerstahl an. Dann, womit wir die meiste Zeit kochen, ist unser Kochset tatsächlich vom Decathlon. Das ist eigentlich tatsächlich sehr klug gestaltet. Wir fanden es am Anfang gar nicht so gut, als wir es gekauft haben, muss man dazu sagen. Aber mittlerweile benutzen wir fast ausschließlich das zum Kochen. Und zwar jedes Teil hier dran hat auch eine Funktion. Zum Beispiel ist das hier ein hitzebeständiger Untersetzer. Dann hier dieser vermeintliche Deckel ist eine Pfanne. Dann hat man zweimal Besteck. Dann kann man hier das so aufklappen. Zack, hat man einen Griff für den Topf. Das hier ist der Topfdeckel und auch gleichzeitig mit Ausguss, wenn man Nudeln hat und das Nudelwasser abgießen möchte. Dann zwei Becher, zwei Teller-Schüsseln und natürlich den Topf an sich. Dann zwei Edelstahltassen, eine so Isoliertasse, die hat quasi den Vorteil, dass die Außen- und Innenwand durch eine Isolierschicht getrennt sind, also da ist einfach Luft dazwischen, das heißt, die wird außen nicht heiß, wenn man da Tee reingießt oder Kaffee. Noch dazu hat sie einen Karabinerhenkel. Dann haben wir vier Becher dabei und wie ihr schon seht, der eine Becher dient auch gleichzeitig als Vorratsbehältnis. Wir haben hier noch mehrere Bestecksets, Messer, scharfe Messer zum Schneiden von Fleisch, Brot und Käse, sowie zwei Trinkhelme und einen ganz langen Löffel für Tracking-Nahrung. Auch noch ganz wichtig beim Reisen, man möchte ja auch gerne würzen können, haben wir hier so eine kleine Gewürzkiste und Öl. Da wir beide Kaffee lieben und gerne Kaffee mit einer French Press kochen, haben wir uns dieses hübsche Stück hier gekauft. Zwar ist es eine French Press aus Titan, die ist wirklich ultra leicht. Nimmt sehr wenig Platz weg und damit kann man 500 ml Kaffee kochen. Das reicht gut für zwei Tassen. Was man auch noch braucht, ein Schneidebrett für die schönen Abende, Wein-Sektgläser. Und der Rest in der Kiste, einfach zusätzliches Krimskrams. Da liegt auch immer schon ein paar Nudeln, ein bisschen Milchpulver, Haferflocken, Tee, Instant-Kaffee, Kaffee, zusätzliche Teller, eine zusätzliche Schüssel. Liegt hier alles einfach immer schon so mit drin. So, das war unser Gear-Loadout-Setup. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, abonniert uns fleißig. Und wenn ihr für irgendwas davon interessiert, schaut in die Videobeschreibung. Ich gucke, dass ich dort alles verlinke. Und was nicht verlinkt ist oder wenn ihr irgendwo zu Fragen habt, schreibt die einfach unter das Video. Wir beantworten dann dort fleißig eure Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.